Viele Handballtrainer bekommen ihre Abwehr nie so richtig ins Stehen, obwohl ihre Mannschaft eigentlich genau weiß, was zu tun ist. Mit dieser kostenlosen Trainingseinheit zum Thema individuelles Abwehrverhalten kannst du bereits im nächsten Training jeden deiner Spieler verbessern. Es ist wirklich ganz, ganz simpel. Du guckst dir ein Erklärvideo zur Einheit an, dann lädst du sie runter, druckst sie aus und nimmst sie mit ins Training und bist sofort top vorbereitet, um mit deiner Mannschaft Fortschritte zu machen. Es sind nur noch ein paar Spiele, bis die Saison zu Ende ist und deine Spieler wieder in die Pause gehen. Nutze diese Spiele effektiv, um deine Ziele, um eure gesetzten Ziele zu erreichen. Also, geh einfach auf den Link hier unter dem Video oder auf handballhacks.com/abwehr und hol dir deine kostenlose Trainingseinheit zum Thema individuelles Abwehrverhalten. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ihr eure 6-0-Deckung in den nächsten Wochen auf ein ganz neues Level hebt. Und zwar hatte ich dazu letztens mit den Mitgliedern aus meiner Facebook-Gruppe, dazu hatten wir einen Workshop, wo wir das zusammen, ja quasi ich mit euch als Gruppe, aber mehr oder weniger jeder selber erarbeitet hat und die Leute jetzt schon in die Umsetzung gekommen sind und ihre 6-0-Deckung verbessern. Und davon, ja quasi die wichtigsten Punkte, den Weg dorthin, den möchte ich hier einmal jetzt für euch zusammenfassen, damit auch ihr das zu Hause machen könnt und wirklich an eurer 6-0-Deckung arbeiten könnt. Das allererste, was wir dafür brauchen, ist der Ausgangsstand. Ja, wo sind wir jetzt gerade? Wo ist der Startpunkt? Wo sind wir mit unserer Mannschaft? Dann müssen wir gucken, wo wollen wir hin? Wie sieht eure ideale 6-0-Deckung aus? Was für Sachen müssen umgesetzt werden? Wie wollt ihr decken, ja, damit wir diesen Punkt dann auch wirklich erreichen können? Das ist wie bei einem Navigationssystem. Wir müssen wissen, wo wir sind und wo wir hinwollen, damit das Navigationssystem einen Weg dorthin quasi berechnen kann. Und das ist dann der dritte Schritt, dass wir eine Roadmap erstellen, wie wir von Punkt A nach Punkt B kommen. Und das ist ganz einfach. Ja? Für die erste Sache, ja, um festzulegen, wo ist die Ausgangslage, wo sind wir jetzt gerade mit unserer Mannschaft, könnt ihr euch einfach die Frage stellen, wenn ihr jetzt einen neuen Spieler in die Mannschaft bekommt, wie erklärt ihr ihm die 6-0-Deckung, die er aktuell gerade deckt? Ja, worauf muss er achten? Was muss er umsetzen? Ja, wird er im Innenblock eingesetzt? Was muss er da machen? Wird er auf eine Halbposition eingesetzt? Was muss er da machen? Ja, wo seid ihr jetzt gerade? Wie wird eure 6-0-Deckung gedeckt? Und dann solltet ihr euch einmal drei Stärken und auch drei Schwächen von eurer Deckung überlegen. Ja? Was cool ist da in einem Workshop war, dass wir das in der Gruppe immer geteilt haben. Das heißt, wir haben die Mitglieder in kleine Drei- oder Vierergruppen rausgeschickt und die konnten es miteinander teilen. So von wegen, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen in der 6-0-Deckung, sodass man bei den anderen Trainern ja ein bisschen sich inspirieren lassen könnte. Oh geil, das ist deren Stärke, das könnte mir auch was bringen oder das könnte meiner Mannschaft auch liegen, um mich damit zu verbessern. Ja? Was heißt, wir gucken nochmal, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und vermutlich müssen wir dann die Stärken einfach noch weiter herausholen oder die Schwächen quasi kappen, um das Idealbild unserer 6-0-Deckung zu erreichen. Und das ist dann quasi die nächste Frage, die ihr euch stellen müsst. Ja? Um dieses Idealbild zu entwerfen im Kopf, könnt ihr euch einfach mal überlegen oder die Frage stellen, wie möchtet ihr in Zukunft decken? Ja, wie sieht eine optimale, eine ideale 6-0-Deckung für euch aus? Und wie erklärt ihr das einem Spieler, der dann zu euch in die Mannschaft kommt? Ja, wie wird dann gedeckt? Und dann auch weiter einfach die anderen zwei Fragen für euch. Erstens, was sind oder was werden eure drei Stärken in der Zukunft sein und wodurch erzielt ihr Ballgewinne in eurer neuen optimierten 6-0-Deckung? Wenn ihr euch diese Fragen stellt, ja, und die alle beantwortet, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr hin wollt. Ihr habt dann also Punkt A und Punkt B. Und jetzt müssen wir nur noch den Weg entwickeln. Und im Workshop habe ich dann natürlich auch viel Input gegeben über die Struktur von der 6-0-Deckung, wie man das im Training dann trainieren kann, verschiedene Übungsformen. Und wir haben auch das Beispiel von einem Teilnehmer komplett von A bis Z durchgesprochen, um ihm quasi die Roadmap zu geben. Und alle anderen konnten sich anhand von diesem Beispiel dann selber für sich erstellen. Ja, die Arbeit müsst ihr jetzt ein bisschen selber machen. Das heißt, ihr guckt ganz genau, okay, auf Punkt A und dann zu Punkt B und vergleicht, was fehlt dazwischen. Ja, was fehlt dazwischen? Muss ich auf den Halbpositionen offensiver verteidigen? Muss ich antizipativer aus den Außenpositionen verteidigen? Ja, müssen wir etwas besser am Kreisläufer verteidigen oder schneller nach vorne treten, schneller wieder zurückarbeiten? Ja, ihr müsst ganz genau wissen und einfach durch diese beiden A-Punkt und B-Punkt feststellen, was fehlt eurer Mannschaft gerade aktuell, um dieses Idealbild zu erreichen. Und dann ist es ganz einfach. Ihr überlegt euch Trainingseinheiten, ihr überlegt euch Übungen, um das in den nächsten Wochen, in den nächsten Einheiten umzusetzen. Und schon trainiert ihr exakt das, was eurer Mannschaft gerade fehlt, um eure ideale 6-0-Deckung zu trainieren. Das klingt so einfach, aber so einfach ist es wirklich. Man muss sich nur überlegen, wo bin ich gerade, wo will ich hin, wie mache ich das, los geht's.
Ja? Und so funktioniert es nicht nur bei einer 6-0-Deckung, so funktioniert es bei jeder anderen Deckungsformation auch und auch bei dem Angriff. Ja? Ganz, ganz einfaches Modell. Wenn ihr so arbeitet und dann nach diesem Muster quasi euren Monatsplan, euren Jahresplan erstellt, dann werdet ihr riesengroße Fortschritte mit eurer Mannschaft machen und die anderen Trainer werden sich wundern, wie sie irgendwie zu euch ja, aufcatchen können, wie sie euch hinterherkommen können. Ja? Und damit würde ich sagen, das war's hier von diesem Video und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, ciao.